Hallo liebe Familien, herzlich willkommen bei Zuhause auf Safari. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Daniela und ich arbeite für das Projekt 3F bei der Niedersächsischen Kinderturnstiftung in Hannover. Gleich möchte ich mit euch und mit Melanie und ihren beiden Kindern, die mich hier gleich unterstützen werden, den ersten Teil zu unserer Wohnzimmer-Safari-Geschichte durchführen. Dafür benötigen wir aber noch ein paar Gegenstände. Und zwar braucht ihr 1 bis 2 Decken, ein paar Tücher oder alternativ Putzlappen, 3 bis 5 Stühle, über die ihr auch rübersteigen könnt oder alternativ Kissen und einen großen Tisch, unter dem ihr hindurchkrabbeln könnt. Ja, macht euch vielleicht noch ein bisschen Platz im Raum und dann klickt einfach auf die Pausentaste. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Unsere Tour startet heute an einem großen Fluss. Um in den Dschungel zu kommen, müssen wir nämlich erstmal das Boot nehmen. Und hier haben wir auch 2 Varianten. Die Kinder setzen sich zu Hause bitte wie der Lenny auf eine Decke, die Mama fest die Enden, Lenny hält sich gut fest und dann kann der Kapitän auch schon losfahren. Alternativ, wenn ihr zu Hause keinen glatten Boden habt, könnt ihr auch das Kajak nehmen. Das zeigen einfach Katharina und ich mal vor. Und dann lasst uns in den Dschungel fahren. Und hier können wir auch schon die ersten Tiere beobachten. Guck mal da, ein Krokodil. Und da oben die bunten Vögel. So. Und dann sind wir auch schon gleich an unserem Hafen angekommen. Und hier müssen wir jetzt erstmal das Boot putzen. Dazu nehmen wir die Tücher, die ihr halt griffbereit habt. Und wir können das Boot ganz einfach vielleicht mit den Fuß putzen. Ihr könnt aber auch kräftig mit beiden Händen, wie Melanie und Lenny hier, mit den Händen putzen. Und wer es noch anspruchsvoller haben möchte, macht es wie Katharina. Genau, da arbeitet doch Bauch auch noch mal kräftig mit. So, super. Alles sauber soweit? Dann lasst uns die Lappen zur Seite packen. Wir steigen aus unserem Boot raus und vor uns liegen viele schmale Dschungelpfade. So. So. Perfekt. So, ja, dann lasst uns mal in den Dschungel hineinlaufen. Wir gehen einfach erstmal vorwärts hinein. Wie können wir dann noch hineinlaufen? Seitwärts, das geht auch. Und das, was vielleicht am schwierigsten ist, ist dann, Lenny zeigt schon vor, super, genau, wir laufen rückwärts weiter. Toll gemacht, Lenny. So, am Ende unserer ersten Dschungelpfade kommen wir an einen tiefen Fluss. Wie kommen wir denn über den Fluss herüber? Hier könnt ihr zu Hause jetzt alternativ auch eure Kissen nehmen, aber aufgepasst, gerade bei einem glatten Boden könnt ihr euch auch wegrutschen. So, dann, die Stühle tragen mich hier zum Glück, wir haben es schon ausprobiert. Einmal über den Fluss herüber. Und am Ende enden die Steine auf einmal und es bleibt nichts anderes übrig, als durch den Fluss durchzuschwimmen. Beim Tauchgang kann man auch so einiges entdecken, oder? Bunte Fische. So, lasst uns noch kurz trocken machen, abschütteln und dann laufen wir weiter auf unserem Dschungelpfad. Ich habe eher einen weißen Hai gesehen. Ein weißen Hai, Tatsache. Der hat sich aber verirrt, denke ich mir, oder? So, aufgepasst, genau. Wir kommen jetzt
an unseren Wegesrand und auch mittendrauf liegen auf einmal gefährliche, giftige Schlangen. Über diese Schlangen kommen wir nur, indem wir einen großen Schritt machen. Ja, und Lenny zeigt schon, wir können natürlich auch rüberspringen. Und vielleicht auch gleich mehrmals hintereinander. Sehr gut. Und was zeigst du jetzt, Lenny? Mit einem Halbsalto, wie auch immer. Einmal rüber. Das heißt, Tornado. Mit dem Tornado einmal über die Schlangen rüber. Und auch hier können wir natürlich rückwärts springen. Den Stern an bei drei rückwärts. Eins, zwei, drei. Lasse. Und natürlich können wir auch mal versuchen, auf einem Bein über die Schlangen zu springen. Sehr gut. Und nun sind wir auch schon ganz schön tief in den Dschungel hineingekommen, nachdem wir das Boot genommen haben, über und durch den Fluss durchgelaufen sind und jetzt auch noch die Schlangen hinter uns gelassen haben, kommt endlich eine Zeit der Entspannung. Wir sehen eine Hängeschaukel und dort kann sich mal unser Jüngster hineinlegen und ein bisschen entspannen. Und dann zwischen den beiden Bäumen festgespannt kann sich nun unser Dschungelabenteurer ein wenig ausruhen und entspannen. Liebe Familien, mit dieser Entspannungseinheit endet nun der erste Teil unserer Wohnzimmer-Safari-Bewegungsgeschichte. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wissen möchtet, wie die Safari-Geschichte weitergeht, dann klickt doch einfach gleich weiter zum Teil 2. Für diesen Teil braucht ihr nur noch eine Decke, alles andere könnt ihr dann auch wieder zur Seite packen. Unsere Wohnzimmer-Safari-Bewegungsgeschichte gibt es übrigens auch als Hausmalplakat für zu Hause. Das könnt ihr euch einfach kostenfrei unter den hier aufgeblendeten Internetseiten bestellen. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!